Ja? Komm ich vorbei, mache ich dir, kannst du okay, gut. Dann, dann, dann kommt, demnächst kommt er nochmal, kochen mit Jochen, mit Axel. Nee, kochen mit Axel und du bist kochen mit Axel und Jochen darf zugucken. So mit dem Schuh draus, ja. Okay, gut. Also du kannst tatsächlich kochen. Ich kann kochen, ja. Aber was machst du besonders gern? Senfeier. Oh, geil. Schmorgurken. Senfeier, das, was ich zu meiner Mutter früher gesagt habe, jedes Mal, wenn ich gedacht habe, was soll ich denn heute machen? Ich dachte, Senfeier. Ja, es ist auch Beste. Ja, ist gut. Es ist auch einfach. Kannst du dir auch ohne, also eigentlich mag ich die Eier da drinnen gar nicht, für die Senfsoße mit Kartoffeln. Das ist für mich das A und O. Das hätte ich jetzt die Laube. Ich glaube, das mache ich demnächst auch mal. Ich mache mal Senfeier. Du kannst mich ja oder einfach zur Beratung ranziehen, dann sage ich nee, zu Schmorgurken musst du dann halt wieder mitkommen. Mache ich gerne. Ja. Und, aber du warst auch eine Zeit lang in München, ne? Ich dachte, du zuzelst nur noch Weißbürste. Nö, nö, nö. Das ist einfach nur so privater Natur. Da wohnt meine Freundin und da wird dann immer hin und her gefahren. Aber ich habe da nie gewohnt oder irgendwas gemacht. Verpiss dich mit dem Gummi. Freundin oder schon Verlobte? So, nein, Freundin. Kannst du ausprobieren? Hör auf, Alter, mit deinem Gummi, ey. Brauch ich für was anderes. Ja, aber das geht ja heute wie ein Fließband. Also wir haben jetzt nee, nur noch eine was Frage soll, über. Was soll ich dir denn sagen? Ich bin kein Münchner, ich bin kein großer München-Fan. Vor allen Dingen fußballerischer Natur nicht. Und wenn dann Wien. So in Wien, da blüht das Leben auf, das sage ich dir. Ne? Oh, da fällt mir wieder einer ein. Oh, Wien, Austria-Wien, ne? Wie du Fußball angesprochen hast. Da steht der kleine Junge vorm Scheidungsrichter und wird gefragt, ja, zu wem möchtest du denn? Möchtest du zu Papa? Nee, der schlägt mich. Kennst du den? Nee. Okay. Dann fragt der Scheidungsrichter, ja, möchtest du denn lieber zur Mama? Nee, die schlägt mich auch. Ja, wo möchtest du denn dann hin? Zur Austria Wien. Die schlagen niemand. Ist nämlich auch so, ich als alter Rapidler, ja, ich bin ja im 14. in Wien geboren. Ne, in Hütteldorf ist mein Leben, ne, mit Christopher Seiler und ich und Chris Grabner. Wir haben da früher immer die Austrianer verprügelt, also das ist, wenn dann Rapid. Nee, ist wirklich so. Christopher Seiler, Chris Grabner und ich, wir haben früher in Hütteldorf alle fertig gemacht. Aber, ist natürlich Spaß. Aber ein Vorteil hat Rapid Wien. Nee, Quatsch. Ich meine Austria Wien. Nämlich, die haben so geile lila Trikots. Nee. Ich mag ja lila T-Shirts total gerne. Nee. Aber doch. Nee, ja, mag doch. Lila T-Shirts sind da. Also ich würde mir allein, obwohl ich kein Austria Wien Fan bin, ich würde mir glatt ein Trikot von denen kaufen, weil die einfach lila Shirts haben. Ja, nee. Gibt es in Deutschland einen Verein mit lila Shirts? Nee, ja. Ja? Tennis Borussia. West-Berliner Scheiß. Ach so, okay. Ja. Wir tackern, wir lochen, wir haben nichts verbrochen. Bürotechnik ist kein Verbrechen. Das ist von... Ich muss mal zwischendurch hacken, wer weiß, was er noch erzählt. Kommt alles in die Pfeiler, ne? Ja, macht das mal. Ja. Aber macht das doch mal vernünftig. Du darfst gerade nicht. Du hast dir wieder nicht die Hände gewaschen mit dem Pinkel. Das ist nicht wahr, ich habe das extra gemacht. Aber ich möchte auch gar nicht. Ich gucke lieber zu. Genau, du machst das nächste Mal Salatgurken. Nee, was war das? Schmorgurken. Schmorgurken. Kann man aber auch mit Salatgurken anstelle von Schmorgurken machen. Es gibt ja extra gezüchtete Schmorgurken. Okay. Ja, ich habe mir extra, weil mich letzte Woche Sebastian Deile von Concept VR darauf aufmerksam gemacht hat, den Mitter geht ja gar nicht. Nee, das war das Brett, das immer so gebremst hat. Deswegen habe ich mir jetzt endlich mal ein vernünftiges Brett besorgt. Ja, wollen wir nochmal einen Kamerapositionswechsel machen? 3, 2. Ah, läuft! Ja, warum habe ich heute eigentlich ein Bibi, Tina, Amadeus und Sabrina Shirt an? Natürlich nicht wegen dieser beliebten Kindersendung, sondern weil Axel ein riesen Falco-Fan ist. Korrekt. Und auch schon wunderbare Coverversionen gemacht hat von Danke. Falco. Ja, also wirklich, guck mal, hier ist schon wieder Gänsehautmoment, ja, Gänsehautmoment, ja. Out of the Dark war das letzte, steht was Neues an? Nee, Genie war das letzte. Ach, Genie war das letzte, ach, Entschuldigung, Out of the Dark war das erste. Richtig. Ja, sowas. Ja, ich arbeite, vielleicht Dance Mephisto, kennt aber keiner, muss ja auch immer zielgruppentechnisch denken, vielleicht ja Amadeus. Junge Wiener. Junge Römer. Junge Wiener. Klassiker von Falco. Naja, wir sind ja bei einer Kochsendung, ne? Ich denke natürlich eher an so, Wiener Würstel. Ja. Wiener Würstel bei Bibi und Tina. Da sind ja eher Frankfurter, ne? Also die haben. Achso, da sind Frankfurter. Ja. Gut. Nee, ja, Junge Römer, weißt du. Mal sehen, was Junge Römer ist. Ist doch funky. Das ist doch funky, Alter. Ja, ich finde Junge Römer total funky. Da kommst du hier mit frechen Begriffen. Das ist doch funky, Alter. Ja, du Urst gut. Ja, nee, ja, vielleicht. Leibond. Ja. Leibond, glaube ich. Leibond. Ja, Zaubersprache da. Ich bin übrigens nicht in Wien geboren, falls du das vorhin geglaubt haben solltest. Ich? Nein, natürlich nicht. Aber das Problem ist, du rennst meistens in Rot-Weiß rum und einen rot-weißen Fußballverein aus Wien kenne ich ja noch gar nicht.
Nö, weil ich bin Vollzeit-Unioner. Ja, eben, genau. Das ist meine Lebensaufgabe. Wie ist das jetzt eigentlich? Ich habe das nur mitbekommen, ich bin ja eher im blau-weißen Lager unterwegs. Das wusste ich das gar war's nicht. Jetzt. Tschüss, viel Spaß noch. Du Westberliner Scheißsau. Ja, die Wasser, also ja. Ja, und da gab es ja dann schon auch so die Variante von wegen Stadtmeisterschaft und Pipapo. Letztendlich sind ja beide Vereine punktgleich aus der Liga gegangen, oder? Ja. Habe ich das richtig erinnert? Nur irgendeiner hat mehr Tore geschossen und einer weniger. Das war's, ne? Wir sind Stadtmeister. Also, ihr seid das Stadtmeister. Das ist ein irrelevantes Spiel vor null Zuschauern da im Oli. Stimmt, ohne den 13. Mann geht's nicht und das wäre das. Außerdem, ganz gewesen. Ehrlich, gibt es hier nochmal Punktabzug für Charlottenburg, für Leuchtspurmunition, so heißt es ja, ins Publikum und auf Trainer und sowas schießen. Also da, das fand ich allerdings auch richtig da scheiße. Da habt ihr euch zu weit aus dem Fenster gelehnt, deswegen bin ich der Meinung, Union ist Stadtmeister und wir kicken nächste Saison mal weiter. Also mit 1-4 Stadtmeister geworden. Hat doch auch was. Oder? Das erste Spiel ging 1-0 aus, oder? Ich brauche nochmal mein Bier. So, komm. Das war Strock TV mit Kochen für Jochen und Axel. Ja, genau, das war Axel, das. Ne? Immer schön gucken hier, Impericon TV. Nee. Ja, impericon.com/de/digital-events/. Kann ich mal in die Tasche schauen? Alles klar, viel Spaß. 2 Euro, Jacke selber aufhängen und Tipp, tut auch nicht weh. Klopapier ist alle. Ich hab gesagt 2 Euro Pfand. Viel zu laut die Gitarre. Ich kann mich nicht hören. Jo Leute, wann geht's hier endlich los?
Hi Leute und willkommen bei Strock, eurem Stream of Rock. Heute wieder aus dem wunderschönen Huxleys in Berlin. Wir haben wieder zwei sehr geile Bands für euch am Start, nämlich Max Buskul mit Band und die Band Ponte Pilas. Und wie immer machen wir es relativ kurz und fangen direkt an. Ihr schaut Strock, den Moshpit unter den Livestreams. Viel Spaß mit Max Buskul. Found the explosion on my. Hey, I
bin schon wieder kurz davor, dir zu sagen, dass ich dich liebe. Doch da kamst du mir zuvor, meinst du nicht, du wär die Diele. So will ich zu mir wieder dumm dastehen wie am ersten Tag. Dabei gab ich dir mehr mal zu verstehen, dass sowas gar nicht mag. Du bist im Bagger, dass ich nichts mehr zu verändern hab. Es ist halt so, ja, es ist ein Doofer. Und du bist im Bagger, dass ich nichts mehr zu verschicken hab. Ich kann nicht mehr. Ich hab mir kurz davor, dir zu glauben, dass wir uns lieben. Und doch, da frisst du mir und so, ja, die Wahrheit würde mir nicht liegen. Schüttet gilt immer nur ein Rätsel, weil es selber gar nicht versteht. Oh, dann kannst du mir wenn ich mal zuhören, ohne dass du mir ständig meine Worte verstehst. Du bist im Bagger, als ich nichts mehr zu verändern hab. Es ist halt so, yeah. Es ist ein Dunkel, du bist im Bagger, da die nichts mehr zu verschicken hab. Es ist halt so, du bist halt doof und du bleibst im Weiß, dass ich nichts mehr zu verschenken hab. Egal wie mehr, nein, mein, wenn ich dir ins Gesicht. Vielen Dank. Warte mal. So, moin Leute, endlich Huxleys. Es war ein langer Weg bis hierhin. Und er sollte noch länger sein. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Oh, oje, da ist was passiert beim Hinlegen. Und ich bin zu blind, die Setlist zu sehen. Von hier oben. Ist zu weit weg. Ich hätte die Stöckelschuhe weglassen sollen. Mist. Super. Ein Moment, Leute. Also, der nächste Song, den habe ich geschrieben für ein Mädchen, das ich getroffen habe. Hamburg auf der Reeperbahn. Nein, 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 nein. Ihr denkt Böses. Ist gar nicht so böse. Wir hatten einen schönen Abend und dann bin ich weitergezogen
Und auf dem Parkplatz vom Weinheim Kaffeezentral habe ich diesen Song geschrieben für Sie. Oha, warte mal ganz kurz, ne? Ist ja live und so, ne? Oha! Oh. Virtuellen Applaus bitte. Aber es gibt auch ein paar Leute hier, die da stehen, also so ist nicht. Aber ich habe versprochen, nicht so viel zu labern, aber ich habe natürlich Redebedarf. Nein, das geht nicht so. Scheiße, ich habe Mist gebaut. Dafür labere ich gleich gar nicht mehr. Überhaupt keinen Druck. Ich lasse mich nicht unter Druck bringen. Ah, das. Was sollte das sein? Ein G. Hoffentlich klappt das jetzt. Ach, brauch Ruhe. Ich bin ein bisschen lauter, dann hört ihr das nicht. Darf ich noch ein bisschen bleiben? Ich kann jetzt noch nicht gehen. Ja, wer hätte denn gedacht, dass die zwei so fusionieren, ja. Hör zu, fühlt sich dabei unwohl, doch irgendwie auch nicht. Ja, wir könnten es darauf schieben, wir wären beide viel zu dicht. Und denk schon wieder an das Jahr. Leid für mich.
so steh ich hier im Hacksitz und sing ein Lied für dich! Vielen Dank! Die Stimme hat sich gelohnt. Fort mit dir. So, jetzt kommt mein erstes deutsches Lied, was ich... Ach, ich lüge immer. Ich sage immer, das ist das erste deutsche Lied, was ich geschrieben habe. Aber ist es gar nicht so. Aber es klingt besser auf jeden Fall. Es war das erste Lied, was ich geschrieben habe, auf dem Weg der Umwandlung in die deutsche Sprache. Ich habe mal ein Lied auf Deutsch geschrieben mit 14, aber das war, ja, müsst ihr bewerten, genauso scheiße oder noch beschissener. Aber ich habe dann gespielt im Vorprogramm von Stoppock und Stoppock hat gesagt, mach weiter so. Und das war damals so ein Mentor für mich. Deswegen hier, er geht an dich, Stoppock. Auch wenn er nicht so nett wäre. Also ist nicht an dich adressiert. Moment mal. Ich kann dich längst nicht mehr so leiden. So wie ich dich früher leiden konnte. Du hast so einiges gerissen, unter anderem deine einzigen Freunde beschissen. Ich bin dein Freund, was ist passiert? Das hab ich nicht so richtig kapiert. Wie kann man sich bitte schön so verändern? Oder konnte ich die ganze Zeit verhindern? Ich war mir bis zu eifersüchtig auf mein Leben. Wäre es möglich, hätt's dir schon längst gegeben. Ich schrieb nach dir um Hilfe, doch ich steh längst nicht mehr auf deiner Liste. Und ein Anruf ist längst nicht mehr drin. Aber dafür ein Flirt mit meiner Freundin. Ich war dein Freund, was ist passiert? Du sah mich noch nicht, du wächst jetzt kapiert. Wie kann man sich bitte schön so verändern? Sonst wird das nicht.
das nicht. Ah, fühlt sich das fantastisch an, mit Band wieder die Seele aus dem Leibe zu schreien, aus dem Herzen. Ja. Der nächste Song ist nicht ganz so düster, sondern eher was Witziges. Wir sagen mit Witz. Shout out for school, baby. Do one day, shout out for school, baby. You got no mind. Do one day, shout out for school, baby. Ja, doch irgendwie. Fehl mir der Mut, ja. Du weißt von nichts, doch ich hab's mir schon vorgestellt. Ja, von Anfang an, als wir uns aufwachten, bleibst du mich bestellt. Ich fass mir ins Herz, spring von dir und hoffe, du redest nicht weg. Möchtest du sehen, möchtest du mich sehen? Zu mich sehen, so wie mich keiner kennt. Möchtest du mich sehen, möchtest du mich verstehen? Denn ich möchte dich sehen, Baby, wie dich keiner kennt. Hey. Ich meine ja nur, du musst ja nicht, Baby. Egal nach meinem Gefühl und bin dabei ganz ehrlich. Yeah, yeah. Ich möchte, dass du weißt, dass du's auch bei mir sein kannst. Ja, es wär schon was zu wissen, dass mein Herz bald nicht mehr alleine tanzt. Ich dachte an, reiß es raus, mach Lust und Laune. Möchtest du mich sehen? Das würde mich freuen, yeah. Möchtest du mich sehen, so wie mich keiner kennt? Möchtest du mich sehen? Keiner kennt. Oh, Luca, come on! Du willst keiner kennen.
keiner kennt. Ich möchte dich sehen, wie dich keiner kennt. Vielen Dank. So, Prost, ne? Ich hoffe, ihr sitzt auch zu Hause schön vom Fernseher, vom Laptop, am Handy, irgendwo am Strand oder sowas, in der Garage, auf dem Dach. Haben wir was Leckeres zu trinken, liebe Menschen um euch, oder auch nicht. Dann hilft das vielleicht hier. Der nächste Song heißt Tiefe Gläser. Waren die Letzten in der Raucherbar, stillschweigend und genießend. Und sie schenkte mir das schönste Lächeln. Aus den Boxen drang ein altes Lied, es war traurig, doch uns beiden bekannt. Und wir waren uns einig, ja, es ist halt Bob Dylan. Was ein Abend, da dich leise umsang, how does it feel? Ich wollte dir sagen, dass ich glücklich bin mit ihr neben mir. Mann, ich halt's nicht aus. Ich kann auch nicht mehr allein nach Haus. Dennoch warten die Geister, die ich vor Jahren rief. Noch eine Runde, fragt der Barkeeper, nochmal zwei Bier und Tequila. Wir nickten beide und sie zog an meiner Zigarette. Wollte sie küssen, doch sie dreht sich weg, meinte nicht hier und sie fährt sich gar nicht sicher. Und sie drehte verlegen an ihrer schönen Kette. Tut mir leid, meine Leise kippt das Bier und ging, ja. So eine Scheiße, da die Lau und lief zurück zu ihm. Und meine scheint's nicht aus. Ich kann auch nicht mehr allein nach Haus. Genau warten die Geister, die für Jahre riefen. Und dann lass mich nicht los. Ich werde es lieb, allein zu groß. Ja, die Nächte sind kalt, die Stunden sind lang und die Gläser zu tief. Sie musste lachen und starrte mich an, fühlte mich komisch, sie verstand mich nicht. Und auf einmal war sie mir völlig fremd. Doch ich versuchte zu erklären, dass dabei nichts sei. Lieber zu zweit als allein zu sein. Da ein bisschen eine Träne und ich nahm sie bei der Hand. Sei nicht traurig, schönes Mädchen, ich halt die Fresse und bin still. Ich wollte schon gehen, sie hielt mich fest und meinte, sie weiß einfach nicht, was sie will. Mann, ich halt's nicht aus. Ich kann auch nicht spielen. Yeah.
die Nächte sind kalt, Stunden sind lang und die Gläser zu tief. Und die Gläser viel zu tief. So, das nächste Lied wird tatsächlich die nächste Single im August, Ende August. Und dafür haben wir was vorbereitet. Verdammte Füchse. Vielleicht merkt ihr es, vielleicht auch nicht. Okay. Ja, los geht's. Der Song heißt Fuck um Mio. Ich hab mal wieder richtig Scheiße gebaut. Hast du deinen Satz so richtig versaut? Ich hab den Fehler schon bei ihm gesehen und muss ihn nochmal mit dem Finger rangehen. Hab mein Dach geschossen, hab mir gezielt und hab trotzdem getroffen. Das macht mir wirklich so stark an den Nacht. Ich spitz Piano und am Ende ist gar gar. Oh, fuck um mir, oh, fuck um mir. Oh, fuck um mir, oh, fuck um mir. Oh, fuck um mir, oh, fuck um mir. Ich hab mal wieder in die Scheiße gebaut. Ich hab's in Hitze, Rücks und Tanne, Katastrophen. Ganz egal. Mein Ausgleich, bitte. Trotzdem fragen, was ich hier dennoch mach. Ja, was soll ich denn schon machen? Ja, ich lass es richtig krachen bis zum nächsten Tag. So verschwinden alle Sorgen, kommen nicht bis morgen, denn das komm ich gar nicht klar.
stillst du nicht. Ich brauch das hier, es ist mein Ausgleich von all dem. Und siehst du nicht, ich bleib noch hier. Es tut mir leid, tu ich dir weh. Ist das nur eine Schikane oder glaub ich wirklich dran? Nein, ich kann's dir nicht erklären, nein, da muss ich dich enttäuschen, du bist nicht so daran, nein. Hör, du lass mich endlich schwärmen, die Nacht für mich umarmen, sie ist für mich da. So verschieden alle Sorgen, kommen nicht bis morgen, anders komm ich gar nicht klar. Ist mein Ausgleich von all dem. Und siehst du nicht, ich bleib noch hier. Und es tut mir leid, tu ich dir weh. Tu ich dir weh. Eine Song. Wir kommen zum letzten Lied. Und dieses Lied habe ich vor Jahren geschrieben und der irgendwie passt gerade so ziemlich derbe, so Faustauge mäßig. Zur Situation momentan. Der Song heißt Haie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir danken dem Stock-Team für diese unfassbar geniale Chance, wieder live zu spielen. Vielen Dank dafür. Und danke fürs Zuschauen. Ich stimme noch mal eben nach, sonst wäre es ja nicht. Es wäre schon komisch. Nutzt du die Gunst der Stunde? Ich glaube, das ist ganz schlau für den letzten Song.
Seid ihr bereit? Are you ready? Hier kommt Haie. Ich brauch kein Mitleid, denn das schaff ich schon ganz allein. Denn ich baue mich wieder auf und das Stein für Stein. Ja, Stein, Stein für Stein. Wir bauen uns auf und zerstein, Stein für Stein. Ich baue mir wieder auf und das Stein, Stein für Stein. Stein, Stein für Stein. Was heißt denn hier bitte? Stein, hör noch nicht auf. Was heißt denn hier bitte? Gib noch nicht auf. Was heißt denn hier bitte? Mein
oder Stein für Stein. Stein für Stein, Leute, wir bauen es auf. Vielen Dank! Vielen Dank! Simon, komm nach vorne! An den Drums, Simon Raschen! Rechts an der Gitarre, Luca Meres! Und links, Moritz Oswald! Luca, komm her, Mann! Yes! Vielen Dank! Vielen Dank an alle, die das hier möglich gemacht haben. Es ist fantastisch. Danke. Big respect! So Leute, das war Max Buskul und nach einer kleinen Umbaupause geht's weiter mit Ponte Pilas. In der Zwischenzeit haben wir wieder unsere wunderschönen Freundebücher für euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns. Bis gleich. Mein Name ist Max Buskroll und das ist die Band, die Tümpelritter. Das ist noch kein offizieller Name, aber wir haben noch keinen Namen für die Band. Aber es ist halt, wir sind Max Buskroll. So. Und wir werden jetzt versuchen, hier dieses schöne Buch aufzufüllen, Fragen zu beantworten, so gut wir können. Als einzige Person, als einzelne Person. Name? Max. Simon. Luca. Moritz. Buskul. Oh, der Geburtstag wird lang. 18. Wann hast du Geburtstag? 6. November. 6. Machen wir 6. 19. Am 1.1. Echt? Am 1.1.? Das ist echt ziemlich geil. Ja. Schön Silvester vergangen. So die Eltern so, Mann, ey, jetzt oder was? Ja, stimmt. Stimmt, ey. Silvester. Wohnort? Bünster. Berlünster. Weil Berlin, Essen, Bremen, Münster. Ne? Ja. Ich will noch ein Wo denn? Messen. Berünste. Messen. Messen. Scheiße. Sieh mal, das jetzt durch, das spielen wir am liebsten. Ja, was spiele ich denn am liebsten? Age of Empires 2. Das wird auf jeden Fall zum Buch passen. Ja. Sweet Slang. Was spielen wir am liebsten? Penis. Wenn wir nachts geweckt werden, was? Sind wir eigentlich noch wach? Was? Was ist das, wenn wir nachts geweckt werden? Sind wir wieder wach? Ja, erzähl mal, was kommt? Nein, Mann, okay. Nicht so. Das schreibst du rein. Nein, das schreibst du rein. Ich kann, ist okay. Nein, weil wir ja noch wach sind. Also wir können ja, dann mach doch. Okay. Hör doch, was passiert da? Was passiert? Als ich dich geweckt habe. Er macht Luca was komischen Träumen. Oh, mir ist Affen heiß. Ich bin echt warm, ey. Keine Ventilatoren hier. Oder wir sind in der richtigen Abschleife. Weil wir doch Masse. Was schreibst du denn jetzt alles? Entweder. Was? Okay, ja. Da aus komischen Träumen. Wir sind auch. Was schreibst du? Bei Roman. Geil. Okay. Ein kleines Geheimnis.
Da hast du wahrscheinlich am meisten. Ein kleines Geheimnis. Boah. Hast du ein gutes? Linda Meyer, du bist deine Crush. Kein Geheimnis. Ein kleines Geheimnis. Das habe ich euch heute verraten, als ich hinter euch gelaufen bin. Da meinte ich, es riecht so gut. Deswegen laufe ich gerne hinter euch. Wehte mir so entgegen. Das ist doch kein Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Das war ein Geheimnis, was ich euch noch erzählt habe. Ja, ich hatte auch. Das ist gut. Ein kleines Geheimnis. Ich mag. Ich mag Sauerkrautsaft. Echt? Ja, Mann. Ja. Ich glaube, so 90% sagen dabei. Das wäre ohne Musik aus uns geworden. Wir können so einen Beruf aus vieren machen. Ich hätte, glaube ich, Quantenphysik und so. Wurstwachtverkäuferin. Bezirksschornsteinfegermeister. Gut. Bezirks? Schornsteinfegermeister. Bezirksschornsteinfegermeister. So. Unsere Lebensweisheit. Moa ist Moa. Moa ist Moa. Fuck um dich. Unsere Lebensweisheit. Mann, ich hatte neulich noch einen. Ganz gut. Die habe ich aber vergessen. Ja. Fans schnell gehen muss, nimm dir Zeit. Gut. Danke. Unser Wunsch. Ja, dann Luca muss den sagen. Warte, wir machen das. Scheiße, das geht. Ich nannte das mal die ganzen. Warte mal. Wie machen wir das nochmal? Wir müssen schon eine Abstimmung machen, ne? Oben anfangen? Nee, und fangen auch. Wie macht man das denn jetzt nochmal? Füße, Beine. Füße, Beine, Hüfte. Dann gehen hoch. Ja. Also, besser, ne? So, ja. Dann bitte. Fang du an. Lass mich gucken, Mann. Achso, ich verstehe überhaupt nicht, was wir jetzt machen. Oder du darfst nicht gucken. Stimmt, du darfst nicht gucken. Wir können gucken. Der Nächste darf nicht gucken. Ich versuche gerade dreidimensional zu zeigen. Ich verstehe. Jetzt hast du es verstanden? Gut. Nein, er malt die Füße, du malst die Beine, du malst das ich Bein. Mach den Torso und er macht den Kopf. Also wie mach ich das? Mach ich das? Ja, hochschieben. Du bist ein Pfosten, das ist gut. Fantastisch. Aber ist cool, ich war lange nicht mehr in der Sauna, hat ja alles dicht, ne? Aufguss. Ja, moin. Ich hasse Sauna. Da hat jemand den hasse Sauna? Leck, der nicht gesund. Wirklich? Ich finde das richtig schrecklich. Ich mag es nicht. Auch Dampfsauna? Ja, nee. Was? Ich finde es viel zu heiß. Ich bin so ein Sauna-Fan. Ja, ich auch. Ist gut. Das ist ein schönes Eis. Ja. Aber 20 Minuten. Richtig geil. Das ist richtig doof, weil ihr jetzt die ganze Zeit seht, was ihr geschrieben habt. Ja, dann kann Luca. Das ist so doof. So, machen wir weiter. Aber es liegt an der Hitze. Ja, wie ging das denn nochmal? Ja, du darfst. Funktioniert eigentlich. Du musst es knicken. Und dann musst du immer so eine Linie. Ja, jetzt bist du wohl, hab ich. Hast du ab, ja. Ja, du musst schnell zeichnen. Ja, mein Gott. Ich mach den Torso, ne? Ja. Okay. Zwei Nippen. Ja, komm, mach Arme auf, dann macht Luca den Kopf. Ja, Luca macht den Kopf.
Du darfst nicht gucken, Mann. So, er hat mich schon. Ja, es hat alles nicht so richtig geklappt. Das ist auf jeden Fall scheiße, Mann. Ja, so doof. Das kannst du auch eigentlich. Ah, Mann. Okay. Also den IQ-Test haben wir nicht bestanden, weil. Zum Fukuhila. Wir haben Fukuhila. Der wäre mal gut gewesen. Was ist das denn? Was ist das denn? Nur Schuhe. Es ist so schön. Ja, fantastisch. Okay, wir sind fertig. Hello, we are Ponte Pilas and we're here at the wonderful Huxley's playing the biggest gig of our lives to know people. And we're filling out this lovely Friends book here, which starts with a very different question. What is our name, chaps? This would be a great time to change our name. We talked about it. Yeah, we talked about it. Little, but yeah, the name is, of course, Ponte Pilas. And what does that mean, guys? It's an Ecuadorian expression, am I right? Yeah. It's like snap out of it, you know, like reise zusammen auf Deutsch. It would mean like literally to put on your batteries, and we made up this excuse that it's like because of all the energy we bring in, but it's basically just a slang expression to wake the fuck off. And on then birthday is February 1st, 2017. I feel old. Yes. And February. And the residency is, of course, Berlin. Oh, even though we're from Ecuador, the beautiful Scottish guy is from Scotland. But we are here in Berlin, of course. We would never eat, so this is a divided question since two members of the band are vegan. So raise your hand if you're vegan. And. And then, yeah, I guess we would never eat meat again. I mean, I'm tempted to say penguins. Penguins. Someone said penguins. I feel it's so. Yeah, please have a look at these beautiful pictures of penguins. So, penguins. No. Oh, here we go. Penguins. My favorite game, chess. It's got to be chess. We're big chess fans, we're quite the intellectuals here at Ponte Pilas. We don't mess around. Each year is actually a grandmaster. So many of you write. Yeah, it's yours. Chess. In calligraphy. Or chef for our German friends. Man, please. Wow. Never again, never again. Let's not have them for the writing. For the calligraphy course. We would love to change our name. So. Our manager. Our managers. Yeah. Big hat to our managers. Managers, that's a soul in one. Managers look. Good. Without music, we would become dead. No, deported. Deported. Yeah, that's quite true. Well, yeah, it's been a lot of borderline visa situations. I think deported is very accurate. Very accurate. Very honest. Well, honest. I have my appointment tomorrow. Yeah. Philosophy of life. I would take this one from a musical inspiration of ours. We're big fans of Primal Scream in the band from Scotland. And their producer for the album Screamadelica had a famous mantra, sink we may, but sail we must. And I always was a big fan of that. So I'm going to put that right down there. I know Danny enjoys it too. So, again? Sink we may. Yeah. But sail we must. Okay. Let's sing. Good. That's good. The next one. No, not with us. Meaning? We're against. Climate change deniers. Yeah. I don't know, like, for me, any entity or person who's not authentic might not be with me or with us. You know, we're very true to what we do, so, and our causes,
maybe. Inauthenticity, I like that. Yeah. Could live with that. It's a good way of summarizing, you know, ideas. We're just humble guys. We are as you see us. This is, yeah. This is the real us. We're so totally humble. Humble. So let's give this to the artist. Yeah. So this would be us in one in person. One person. The Michelangelo of the Micheladas. Yeah. Michelangelo. Of course, we're gonna have this kind of shape for the face, meaning that have we don't made a mistake here. we still have space to draw. Yeah. He's a graduate. So first. Yeah. Meaning that we can. This is like is this a, Chinese hat or what? No, it's like how you call a comet. Una cometa. A comet. Kite. A kite. Oh, kite. Because our minds can fly, of course. And now. Who's holding the kite? Our head. I don't know why I'm doing this. Oh my god. The fitness is. It's accurate here. What do you think, guys? It's quite alarming. Yes. what happened with this arm? Are you gonna explain why this arm is? Yeah, just is, a mistake. It's the mano cambiada. Is the mano cambiada thing here? Okay. Some details. Okay. Don't be upset. More human. Do you want to explain? What is it? Explain to you. Elaborate. Belly button with the hair. So it's a woman. Ah, good. Glam. Oh yeah, glam baby. And then I think we need some Danny's hair, maybe. You're killed. And my kill, yeah, true. The Schottische Rock, as it's known around these parts, yeah. We have it. Beautiful. It's a Hawaiian. And then out to the belt. It's all about the accessories, you see, with the kilt. Get the belt in there. And then that weird little bag thing that's foreign. Okay, you're being very specific. Maybe I should. What's this? The sporran, that's called. Us Scottish guys like to keep all our valuables in one place, so we keep our money and our wallet and our keys and everything just around here. In our sporrans. It's very practical. Yeah, it would be it. And my signature is pretty cool. So there we go. Voila. Yeah. I think that's everything from us. Yes. Enjoy our philosophy, drawings, everything. Thank you. Leute, wir sind fertig mit dem Umbau und wir fangen jetzt direkt an mit Ponte Pilas. Ihr staut Strock, den Moshpit unter den Livestreams. Viel Spaß! Good evening! Way back, this could have saved us all.
child tale, another truth invented. Red pill, the place became infested. Ah, hell, the age before the fall. Look out, run the black in the night. All kinds of powers can emerge. I said it before, but just keep it in mind. When in the long bit I came out alive. Lone wolf, but in the hundred thousands. Sharp tooth, when there's no one around them. It's fun when you're just punching down. That fall before the disaffected. Your stone of recently rejected. Popcorn to watch the hate unfold. Look out! Lit milky white blue by the glow of his computer screen. How magnificent he allows himself to feel.
Dankeschön. How are we doing tonight? Wie geht's, Leute? Alles gut bei uns? Euch? All of that stuff. We are Ponte Pilas. Wir sind drei young perros from Guayaquil, Ecuador. Dein hübscher Mann aus Edinburgh, Schottland. And it is so fucking beautiful to be back on stage tonight, playing for all you wonderful people, sat in the corner of this room and sat on your couches at home. Thank you so much for having us. This next one is called The World's Absurd. Grab it all with both hands, babe. I've never been a petty thief, 'cause I need it all just to bring me sweet relief. Get rid of the paper I used to paste over all the cracks, 'cause I'm always looking forward and you're always looking back. Loosen off my shackles, throw my burdens to the wind. I made peace with my personal Jesus, he forgave all my sins. I lost direction and now I'm on the right track, and I'm always looking forward and you're always looking back. For my heroes died or miss all the goals I strive for, my heart and soul still seek ecstasy. Moments of fear and loathing, I pass on the way I'm going. The world's absurd, but I strive anyway. Oh, yeah. I was silent for a while, but it took its toll, till I found salvation in the sounds of rock and roll. You line up the stop signs and I line up my attack, 'cause I'm always looking forward and you're always looking back. For my heroes died or miss all the goals I strive for, my heart and soul still seek ecstasy. Eins, zwei, drei, vier. Huxleys, the internet. Are you ready for a good time? I hope you. Muchas gracias. All right, ladies and gentlemen, we're going to slow things down a little bit now. It's a nice constellation here playing on live. Life for all over the world. This is new, pretty futuristic. The new normal. You want the reverb or? No, we got it. This next one is about the wicked state of this beautiful old world. This one's called Opium for the People. To this brave new world, the idea.
mediocre scene. Bow down to the entertainment, worship at the screen. Finds an negation, life so simple when you're numb. We're all used car salesmen, faked and army of the dumb. Feed me all those sympathetic lies while I'm so bored that I could die. And it's fine, and it's fine, fine, fine. An age of ignorance, the generation of swine. And it's fine, fine, fine. We are for the people. And it's fine, and it's fine, fine, fine. An age of ignorance, generation of swine. And it's fine. To the uniform, we're all well nipped and tucked. The lonely congregation, better kept, well fed, well fucked. Give me just one good reason why, while I'm so bored that I could die. And it's fine, and it's fine. Generation of swine, and it's fine, fine, fine. For the people. And it's fine, and it's fine, fine, fine. An age of ignorance, generation of swine, and it's fine, fine, fine. For the people. If you want to sing along in this room, Huxley's, or if you want to sing along at home, the lyrics go a little something like this. Speak, see, hear no evil. Opium for the people. Speak, see, hear no evil. Opium for the people. Speak, see, hear no evil. Opium for the people. Speak, see, hear no evil. Opium for the people, people. Dankeschön, Leute! This next song is probably about the most appropriate time if you are in the comfort of your own home and you wanted to light up a massive joint. This would be exactly the right time. This one's called For Whom the Devil May Care. We'll be right back.
don't try. I dig the look in your eye. Ecstatic golden eternity, sublime. So tell me, what do you see? Look inside, I'm set free. Yeah, if you dare, you're gonna take it. It's gonna take you there. Baby, you swear. Live in a shotgun shell, far from the devil may care. Hey, Johnny, what are you rebelling against? What do you got? Tell me, what do you see? What can you see? Look inside my heart now, baby, I'm set free. I'm set free. Love, if you dare. When it started, when the charade began, the few among us who knew, they were the first who ran. I was there in the Stone Age when the beast was laid. I heard the Lord and Father screaming. Down Mulholland Drive, descend into the valley for one final time. I was there in the Stone Age when it all was late. I heard the Holy Father screaming. The burden that he bears, the only garment on his chest, the broken t-shirt that he wears. Take me to a place beyond pleasure, beyond pain. Still I hear that voice screaming. Stoning when it
Dankeschön, Leute. The substance entered my bloodstream at about 4 p.m. in the afternoon. Every capillary artery in my cerebral cortex lit up like the 4th of fucking July. I hadn't felt so alive in years. Acid flashback number 4. Shit has got me thinking about street hustle and the life of the late great Pablo Picasso. Freddy side, every while I deluge. There's nothing like some Molly, it's a cure for the blues. Man is wounded, man is always eating himself. And all these substances that can be very good for your health. So let me tell you how I'm all to a winner, living the life of the last great sinner. Made plans, got the night of the felt. And chalk them like I'm chewing on you. Big fish, but I've gotta get real inside. A dog, a bone, sell my kid, sell my wife, and throw away all the phones. Move out of the city, find a girl to call me pretty while I bring it on down to the real nitty gritty. There's something I'm overrated, I'm not telling the truth. Believe me when I tell you, cause I'm living proof. Let me tell you how I'm on to a winner, living the lives of the last great sinner. Dankeschön. Yes, yes. Slight change of personnel for this song. This one's a little bit of a romantic number. And this one goes out to someone very special in our lives, and that man is Yo-Yo Cortman. The visionary, the genius behind Sage, Rocket Sage, and the man who invited us to be here tonight, so thank you so much. He's what makes us worthwhile, keeping rock and roll alive. Thank you, Yo-Yo. We love you, buddy. And this is a love song. This is about finding your way after a long time. I've drifted so long, I've lost sight of all rights and wrongs. Been playing the fool for so many years. I'm treading water, been going nowhere. Because gray sky thinking's no sky, but I'm damned if it's got me this far. Oh,
be fine till I'm on my way. I've seen friends come and go. I've had lovers, but they drift on by. Stand it, I can't stand it. I know I must try. I'm treading water, I'm barely alive without you. Till I'm on my way. Take it away, Ishmael. Thank you very much. Und Prost alles. Vielen Dank auch also to Max. Max, who played earlier, they were fucking great. They were fucking bus cool. Mein Deutsch ist ein bisschen schlimm, Entschuldigung, aber war super. Ich mag sehr viel. Okay, cheers. I'm going to speak less German. We're going to play some more music. This next one's called Tinderbox. Yeah.
in oh so many ways. Safe in the knowledge, at least that I can say, at the end of all my days, as I lay down in the grave. Well, at least I tried. Huxley's, at least I tried. Thank you so much. That I can agree with. Thank you so much. It's so fucking good to be back on stage. You would not believe. We have missed Die Bühne, and it feels great to be back. This is an old favorite of ours. This one is called Afuera de mi Cabeza. Chase, only wild woman interrupt my day. I play it easy when no one could cause me trouble, but I'm busy looking for something rare. Oh yeah, oh yeah. See the night and I see the rain, and everything will have an end. And I'm lying, I don't care. So keep your feet in superstition and prayer. See the riots and I see the train. I know the magnitude is
Dankeschön. Wir haben nur ein letztes Lied. Und dann wir gehen. Thank you so much again to Huxleys for having us, to the World Wide Web for tuning in. To everyone who's keeping fucking rock and roll alive in these troubling and difficult times, we appreciate you. We appreciate it. Thank you so much. This one is called The Last of a Dying Breed. I was never one for running the pack, so work better alone. Blame it on chromosomes or broken homes. More reasons to give, but don't ask me why. 'Cause I was born too weird to live, but too lucky to die. Say I. Blowing out and blowing up, and I pawned every diamond and stumbled over up in the rough. Yeah, got a fever and know that I just can't trade. I'm running fast into hard ass walls, see who's gonna run. I say. One more time. So Leute, das war's auch leider schon für heute. Das war am Ponte Pilas. Davor war das Max Buskul und Band. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Bis dahin bitte teilt, liked und abonniert uns weiterhin auf unseren Social Media Kanälen. Und checkt auch Konzert VR aus. Da gibt's alle unsere Konzerte in 360 Grad. Also auf jeden Fall ein Blick wert. Und wir sehen uns nächste Woche bei Stroke, dem Moshpit unter den Livestreams. Ciao.